Servus Leute und somit ein herzliches Willkommen. Ich bin Necros. Heute sind wir hier bei K6 in dem Hangar und es geht in diesem Video um die Schatzkarten, also die Schätze von K6. So, wir sind jetzt hier direkt bei ihm und hier können wir auch direkt schon sehen, er hat einiges anzubieten. Hier die ETZ, Europäische Todeszonen Schatzkarte, boah, mein Zungenbrecher. Ja, auf jeden Fall hat hier welche solche Schatzkarten, die holt man sich, die sind immer wöchentlich. Die Items, die hier Kate nämlich sonst noch, sind Scout-Berichte, nämlich für verschiedene Planeten, für Io, Nessus, Erde und Titan und so weiter. Nämlich da, die kann man sich auch dann auch kaufen bei ihnen, da kann man, so gesagt, für 4 Stunden lang, wenn man das einmal aktiv hat, die Beutedepots nämlich auf der Karte oder auch so erkennen. Die werden dann so gesagt markiert. Das kennen wahrscheinlich einige auch noch aus Destiny 1. Nicht wundern Leute, dieser Clip stammt von letzter Woche. Ich habe keine Zeit gehabt wirklich, weil es kamen sehr viele Infos, sehr viele Videos habe ich halt versucht, so gut wie es geht zu machen. Es kamen sehr viele Sachen auch privatlich dazwischen, also ich habe nicht immer wirklich irgendwie Zeit für irgendwas. Ich hatte sogar die letzten Tage gar keine Zeit gehabt, überhaupt Destiny überhaupt anzufassen, überhaupt zu spielen. Ich bin dazu nicht gekommen, genauso wenig dazu gekommen, Videos irgendwie großartig jetzt noch zu machen. So, dann, da ist ja wohl klar, man hat ja noch sein eigenes Leben, man hat ja auch noch Termine, dies, das halt, was halt so ein Privatleben so ausmacht. Und ja, das ist morgen wahrscheinlich auch nicht anders, also Mittwoch ist das nicht anders, also heute ist Mittwoch, aber ich rede von Donnerstag. Donnerstag habe ich auch keine Zeit wirklich, weil ich da nämlich unterwegs bin. Ich habe einen Termin bekommen jetzt so kurzfristig und ja, ich habe jetzt mal so gerade eben halt dieses Video gemacht, weil heute ist Mittwoch, heute Abend geht der Raid auch los, der Leviathan Raid und bin mal gespannt, wie das so sein wird und ja, hoffe mal, dass ich demnächst halt mal ein bisschen mehr Zeit habe, auch Videos zu machen. Wie gesagt, dieser Clip ist nicht mehr aktuell, so, das müsste man halt nochmal gucken, halt, wo genau noch die Schätze sind. Ich weiß, es gibt auch zum Beispiel schon andere, bekanntere Leute, YouTuber, die das schon alles machen. Hier habe ich ein X-Engramm gekriegt, da habe ich mich voll gefreut und ein neues Emblem. Das war richtig geil gewesen. Und ja, ich weiß, dass sehr viele das, also dazu auch Videos machen. Und ja, ich bin mir halt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich überhaupt solche Videos weiterhin machen soll. Halt, ne? Kommt immer drauf an, was ihr, also wie ihr dazu steht, was ihr dazu sagt halt. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Falls ja, schreibt mir einfach mal Hashtag einfach des, also D2 in die Kommentare, Hashtag D2, damit ich Bescheid weiß, Leute. Wäre nicht schlecht. Ansonsten schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was ihr gerne so wissen wollt, was ihr gerne so sehen wollt von Destiny 2 an Videos. Weil Videos zu machen, ist auch klar, nimmt halt sehr viel nämlich sehr viel Zeit in Anspruch. Es steckt sehr viel Arbeit da drin. Ich glaube, viele wissen es gar nicht, wie viel Arbeit darin steckt. Ja, und ich hoffe trotzdem dennoch, dass euch meine Videos irgendwie auf irgendeine Art und Weise dennoch gefallen. Ich weiß, ich bin in Grammatik, also grammatikalisch halt jetzt nicht so die Top 1 und so, nimmt es mir nicht übel, ich bin echt nicht jetzt so gut, ich habe jetzt auch jetzt nicht so den krassen Abschluss gelegt oder gehabt halt, ne. Nimmt es mir nicht übel, Leute. So, ich gebe echt trotzdem mein Bestes und ja, ich weiß, dass halt dumme Kommentare kommen und auch kommen noch werden. Ist schon auch vorgetreten, also schon passiert. Und ja, ich gehe eigentlich damit lässig um, normalerweise. Aber ab einer bestimmten Grenze, da platzt einem auch einfach der Kragen. Das ist doch bei jedem einfach so. Ansonsten ist mir das eigentlich großteils egal, wenn solche dumme Kommentare kommen und dumme Bemerkungen. Aber naja, falls euch dennoch meine Videos euch gefallen,
Wisst ja Bescheid, Destiny 2, Let's Plays, Guides, Tutorials. Könnt ihr mir ein kostenloses Abo hinterlassen, um nichts zu verpassen. Zukünftige Videos, mehr Content nicht zu verpassen. Meine Social Media Seiten sind auch ein guter Ansatz, nämlich um nichts zu verpassen. Guckt da mal bitte rein, weil dafür habe ich diese auch erstellt, damit ihr mir darauf folgen auch könnt. Die sind ja nicht nur als Deko da, ne? Und ja. Ansonsten glaube ich, hätte ich jetzt erstmal nichts mehr großartig noch zu sagen. Es kommen noch weitere Videos zu diesen Glanz-Engrammen. Und habe schon einige Videos auch schon erstellt und gemacht. Zu Destiny 2, neue Rasse, Exo-Guides, Reviews, wie man halt an welche Exos bekommt. Muss ich auch noch wegen Rattenkönig, ETC nochmal gucken. Sag einfach mal danke und bis zum nächsten Mal.